Vor einiger Zeit wurde mir von einem Freund eine Serie auf Disney Plus empfohlen. Und eigentlich bin ich, was sowas betrifft, ein totaler Langweiler. Also ich gucke eigentlich immer nur Serien, die ich bereits schon kenne. Und neue Serien, da lasse ich mich meistens nicht unbedingt mehr drauf ein. Allerdings habe ich mich hier dazu entschieden, mir zumindest mal eine Folge anzusehen. Und was soll ich sagen? Es war mega nice. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, ein Video zu der Serie Willkommen im Haus der Eulen zu machen. Vorab gleich ein großes Dankeschön an Rota, der mir die Serie empfohlen hat. Der macht by the way auch Musik. Ziemlich tolle Musik. Schaut in die Videobeschreibung, dort habe ich euch seinen Spotify und seinen YouTube-Kanal verlinkt. Und guckt vorbei und hört seine Lieder. Ganz oft. Danke. Im Prinzip geht's darum, dass das Menschenkind Luz durch ein Portal aus ihrer Welt in die zauberhafte und magische Welt der brodelnden Inseln gelangt. Und dort trifft sie auf die mächtige und gefürchtete Hexe Ida. Und diese wollte Luz dann Dinge verkaufen, die sie aus der Menschenwelt über dieses Portal, aus dem Luz kam, auf die brodelnden Inseln brachte. Doch die beiden wurden dann von einem Wärter gestört, denn Ida ist nicht nur eine ziemlich starke Hexe, sondern auch eine Gesuchte. Denn wenn ich das Ganze jetzt richtig verstanden habe, ist es auf den brodelnden Inseln so, dass du einem Zirkel angehören musst. Das bedeutet, dass du deine Kräfte nicht komplett einsetzen kannst, sondern immer nur einen Teil. Beispielsweise kann man im Illusionistenzirkel nur die Illusionszauber verwenden. Und Ida selbst hält aber nicht wirklich von diesem ganzen Konstrukt und möchte ihre vollständige Magie nutzen können. Und da das auf dieser Insel aber verboten ist, wird sie jetzt gesucht. Und außerdem sind sie und ihr kleiner katzenartiger Freund King, der mal absolut cute aussieht, zwei Langfinger. Die beiden lassen auch sehr gerne mal Sachen mitgehen. Auf jeden Fall haut Ida dann ab und nimmt Luz mit. Und um alles dann kurz zusammenzufassen, bleibt Luz dann auf den brodelnden Inseln, um eine Hexe zu werden. Ich möchte hier gar nicht die komplette Story erklären, sondern ich wollte euch einfach mal meine Eindrücke von der Serie schildern. Und was soll ich sagen, ich liebe diesen Humor. Also, alleine dieses Nasenmädchen da, Alter, überfunny. I love it. Und was ich an der Serie absolut total nice finde, ist, dass der Hauptcharakter entweder bisexuell oder lesbisch ist. Denn im Laufe der ersten Staffel und dann auch in der zweiten Staffel, die es leider auf Deutsch noch nicht gibt, stellt sich raus, dass Amity total auf Luz steht und Luz dann schlussendlich auch auf Amity. Allgemein ist die Serie, was die Sexualität der Charaktere angeht, komplett offen. Denn in der Folge Die Grum-Königin gibt es einen Ball, wo nicht nur heterosexuelle Paare hingehen, sondern auch homosexuelle Paare, und das finde ich richtig cool. Ich meine, vielleicht bilde ich mir das Ganze auch nur ein, aber mein Gefühl ist, dass dieses Thema nämlich auch, was Filme und Serien betrifft, noch ziemlich low ist. Also es kommt nicht wirklich in vielen Serien und Filmen vor. Also zumindest mein Gefühl ist, dass manche Fernsehsender und manche Serien da noch nicht offen genug sind. Und außerdem bin ich ein großer Fan der Story, wobei es bei der Story auch einige Schwächen gibt. Denn wir bekommen immer wieder mit, dass Ida von den Schergen des Imperators gesucht wird. Und im Prinzip wissen sie ja, wo sie wohnt, sie ist ziemlich oft draußen und sie wissen, welche Freunde sie hat. Und ich finde es manchmal einfach etwas unrealistisch, dass sie einfach nicht geschnappt wird oder dass man zum Beispiel mal ihre besten Freunde einsperrt und sie damit erpresst und herauslockt. So wie es dann im Prinzip am Schluss mit Luz gemacht wird. Aber das hätte man im Prinzip in der kompletten ersten Staffel schon so machen können mit King oder Luz. Also wie gesagt, ich finde, dass die Story an manchen Stellen etwas schwächer ist, aber alles in allem finde ich sie richtig cool. Und ich liebe alle Charaktere. Mir würde auf Anhieb nicht mal ein Charakter einfallen, den ich jetzt nicht unbedingt mag. Ich finde Luz total cool. Ich finde Ida mega cool. King ist total sweet. Das Nasenmädchen sowieso einfach nur nice. Luz Freunde in der Schule sind auch total cool. Und ich liebe auch die Bösewichte in der Serie. Denn ich sage mal, die Hauptwidersacherin, die wir halt immer wieder zu sehen bekommen, ist Idas Schwester Lilith. Und ich liebe diesen Charakter und ich liebe auch die deutsche Stimme. Es ist einfach alles in allem total gut. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen aus der zweiten Staffel angesehen, aber halt auf Englisch, weil es sie auf Deutsch noch nicht gibt. Und um ehrlich zu sein, möchte ich da auch gar nicht zu viel spoilern. Denn es passieren auch in der zweiten Staffel richtig nice Dinge. Im Prinzip sollte das einfach nur ein kurzes Video sein, wo ich über meine Erfahrungen mit dieser Serie spreche. Wenn ihr jetzt allerdings irgendwelche interessanten und coolen Ideen für Videos zu Willkommen im Haus der Eulen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Thema auch gefällt, können wir das natürlich auch in Zukunft gerne mitbehandeln. Und natürlich, wenn ihr auch irgendwelche Videovorschläge zum Thema König der Löwen habt, dann schreibt mir auch die gerne in die Kommentare. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!